Hallo und herzlich willkommen. Ja, da quatschen direkt in die Anmoderation rein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Und wir übergeben das Wort wieder Arno und Jacko, der genau. Die immer noch bei uns zu Gast sind. Ja, oder so ähnlich. Ja, und damit auch herzlich willkommen zurück zu PMAC. Ganz verwirrend heute hier, alle Zuschauer. Ja, wie es sich halt gehört, haben wir mal unseren Stream wieder besucht, ne? Heute ist Chaos. Ja. Heute ist Chaos pur. Das ist auch noch ein Teil von den 2000ern. Chaos. Oh, ja. Oh, ich soll mal die Energie noch ein bisschen umleiten. Was ist denn das hier? Sensoren täuschen. Oh, das ist praktisch. Ja, es ist Überleitung und so, ne? Ja, Überleitung und so, ne? Bitte was? Was gab's denn musiktechnisch? 2000er? Musiktechnisch einiges, ja. Auch Serien- und filmtechnisch war auch einiges dabei. Das Ding ist, ich habe dann mittlerweile wirklich über die Jahre, wenn man älter wird, vergeht die Zeit auch schneller und dann verliert ja. Man irgendwie auch das Zeitgefühl. Und bei vielen Sachen, wo ich mir denke, oh, das war das letzte oder vorletztes Jahr, sind schon wieder so 5-6 Jahre her. Und deswegen kann ich schon gar nicht mehr einpeilen, wann eigentlich was rausgekommen ist. Also da ich die 90er mit TV nicht so wirklich viel miterlebt habe, ich meine, ich war 11, als ich geändert habe. 2000er waren doch die Jahre, wo es anfing mit unendlich viele Richter-Shows im Fernsehen. Ja, hat's TV. Na, ich glaube, das war genau, schon durch, oder? TV. Ja. Barbara Salisch hat angefangen. Ja, Moment, das würde ich aber noch nicht Hartz IV-TV nennen, wenn ich mir die heutigen auf RTL 2 da anschaue. Nee, das ist echt schlimm. Also das ist ja noch nicht harmlos. Man muss ja dazu sagen, dass Barbara Salisch und so war ja damals noch echte Fälle, wo es angefangen hat. Und aber als sie dann gemerkt haben, dass es dann richtig hier gut ankommt, aber die echten Fälle, die guten echten Fälle auch langsam ausgehen, haben sie dann halt angefangen, Fake-Fälle zu machen. Und spätestens dann wurde es verarscht. Ja. Und dann sind natürlich die ganzen anderen Sender noch hinterher gekommen. Aber wir sind auch noch beim Talkshows noch genauso. Talkshow war aber schon 90er. Ja, stimmt. Aber die sind da trotzdem noch ausgestrahlt worden. Es gab da Talkshows, Mensch, sag ja. Ja, hier den ja, mit dem Teletubby, die hießen gleich. Da. Was? Ja, die hatten wir letzte Folge. Also auf meine Erinnerung, Andreas Türk gab's da. Der Ricky! So hieß er, glaube ich, genau. Ne? Ricky, ja, dieser hyperaktive Kleine. Genau. Ja, also der fünfte Teletubby. Der fünfte Teletubby, ja. So nennt man das. Ja. Hier, wenn okay. Da jetzt mal was reinwerfen könnte, könnten die schön hochgehen, die Dinger. Ach komm, ich mach's selber. Weil ich gerade was noch war. Der Humpelkammerfred hat übrigens geschrieben, da hier erstmal kam die HD Ready Fernseher, das war die größte Verarsche, das stimmt allerdings auch. Ja. Im Prinzip möchte gern HD. Was aber keins war. Und Tatoyu, hallo erstmal, hat geschrieben DSDS und Brit Stift. Brit Stift? Ja, DSDS. Brit Stift? So oh ja. Ich habe schon spätestens nach der ersten Folge DSDS habe ich gehofft, das wird die letzte bleiben. Und ja. Ne? Mhm. Ich hoffe heute noch. Sind denn hier im Chat oder auch bei euch im Chat Leute dabei, die DSDS gerne gucken? Glaubst du wirklich, dass sich jetzt jemand hier outen wird? Outet? Ich muss jetzt gerade nochmal kurz gucken hier bei uns im Chat. Ne, umloggen und dann zugeben, ne? Dass jemand sagt, dass ich gucke freiwillig DSDS. Also bei uns ist nichts themenbezogenes im Chat übrigens. Zwei aber, bei Calvas muss man als mitkriegen. Hallo Stimmung, hallo Crazy, hallo Xelos T und Knieblond. Aber ja, das sind wir ja im Prinzip alle neu gekommen. Denn der Knieblon ist aber schon länger da. Aber das ist ja. Im Endeffekt ja genauso wie mit den Richter-Shows und den Talkshows. Also selbst bei diesen Casting-Shows, die sind dann ja gebucht ohne Ende. Das ist ja ein Ding nach anderen. DSDS, ja, Deutschland sucht den Superstar. Und jeder Sender hat wieder seinen eigenen Scheiß rausgebracht. Und ich weiß nicht, das ist so. Man muss jetzt ja auch mal den Knieblon, glaube ich, lobend erwähnen. So wie ich das im Chat mitbekommen habe, war er der Erste, der da war heute im Chat. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja Du bekommst nachher deinen Lohn dafür von Arno und James überwiesen, die 1000 Euro. Ja, nee, ich hab noch so ein paar Schiffe rumfliegen. Also so, ich glaube, irgendwo habe ich noch so Käse-Räder rumfliegen. Super, du hast schon gesagt, das ist dein Geschwör. Also musst du sagen, ich tue das. Ich? Nee. Alter, hier geht's gerade ab. Ja, hier explodiert alles um mich rum und reißt mich in Stücke. Ach, das warst du. Ich hab grad so. Ach, hier unten bist du, oder? Hier. Warst du das in der Voyager? Ja. In den Explosionen? Ja. Die Voyager war nämlich auf einmal weg. Mittendrin, genau, weil ich bin ja immer noch im Level angepasst und so. Ja, ich auch, aber ich stand nur dabei. Ganz ehrlich, dafür... Ja, ich kümmere mich schon mal um diesen Dreadnought hier, ja. Ich sollte das vielleicht mal lassen. Ach, da seid ihr ja schon. Ja, komm. Das ist doch easy hier. Easy going. Ja, mit Level 60 ist es immer noch easier. Ich bin 50. Und noch nicht mal geplatzt.
Ich habe mich auf 47 angepasst. Aber allgemein hat es auch damit angefangen mit diesen Shows, die so tun, als ob sie real wären, aber total gefaked sind. Scripted Reality, ja. Wirklich hier mitten im Leben und was ist sonst noch alles für ein gedunsen menschenverbindendes TV, nenne ich das ja aus immer. Aus heutiger Sicht Existenzgrund von RTL, oder? Ja, und es gibt ja noch so viele Leute, die denken, das wäre echt. Die denken, das wäre echt. Da denke ich mir, alter Vater, das ist definitiv Hartz IV TV. Das ist nichts gegen jetzt Hartz IV eventuell, ne? Aber ich weiß nicht, das ist... Oh. Das, boah, ich weiß nicht. Klar, ja. Es rennt immer ein Kamerateam rum. Wenn der Typ gerade im Bett liegt und irgend so seine Frau betrügt und gerade mit anderen rumpoppt, klar, das ist das Kamerateam dabei. Ja, natürlich, ne? Willst du das denn sonst beweisen, dass das so ist? Genau. Vor allem, da wird das Rumgepoppe im Bett dann noch gefilmt wie ein Interview, verstehst du? Ne, ist ein Kamerateam dabei. Ja klar, ich will, dass es keiner rauskriegt, aber ein Kamerateam ist dabei. Willst du sagen, das wäre nicht real? Nein, es ist real, nicht real. Ist das geht gar nicht. Ey. Und dann, wenn dann Leute kommen, ey, guck mal, der betrügt voll seine Frau, voll der Arsch. Verstehst du? Nee, ich weiß nicht. Das Emotionen müssen ja hochgekocht werden. Ich weiß nicht. Am Ende behauptest du noch, Star Trek wäre gar nicht echt. Nein, das ist echt. Was hat mich jetzt hier noch erwischt? So fix, danke. Um jetzt mal eine schöne Überleitung dazu zu finden, dass in den 2000er Jahren eigentlich auch die letzten Star Trek Serien geendet haben. Solange Star Trek nicht endet? Das nicht. Das wird's, glaube ich, nie. Aber... Doch, die werden's ewig rebooten. Welche ist denn nochmal, abgesehen von der TOS, ist da irgendeine vor den 2000ern geendet? Allgemein war das sowieso so eine Zeit. DS9. Allgemein war das sowieso eine Zeit mit vielen Star Trek Serien. Ich glaube, das waren fast bis zu 3 Serien parallel, oder? Das waren die 90er. Weil? 2000 endete war Voyager. Stimmt, genau, Voyager 2001. Kam nach TNG, genau. Aber trotzdem war es viel, ne? Und selbst wo TNG danach vorbei war, war kurz danach Voyager. Also es waren eigentlich immer so relativ viel Serien. War etwas, ja, aber alles, wo man alles wünschen 90er wird. Halt, ne? Ja, ja. Aber die haben da geendet zu der Zeit dann. Nee, DS9 und TNG haben auch in den 90ern geöffnet. Echt, war das schon so früh? Mhm. Ja, DS9 TNG 99, TNG 94. Und das siehst du, das siehst du sehr gut daran, wenn du so anschaust, ne? Ist das alles noch 4:3, das Bildformat. Das ist eigentlich... Ja, stimmt. Enterprise war, glaube ich, die einzige, die 16:9 war. Na, Voyager war 4:3. Waren aber alle 4:3, ich dachte, am Ende die waren... Ja, die waren nur irgendwann gestreckt, die Dinger. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, dass ich nicht immer so einen Rand gesehen hatte. Da waren die Bilder gestreckt, aber mal abgesehen von Enterprise waren sie alle 4:3. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal bei Technik hier. iPhone. iPhone. Stimmt, wann ist denn das erste rausgekommen? Viele denken ja, iPhone hat mit 3G angefangen, dabei gab es vorher schon. Es gab auch vor dem Ding schon Smartphones. 2001 kam das erste iPhone. Aber das, aber Smartphones direkt waren ja, nehmt ihr mal Team an hier. 2000, also das iPhone war ja im Prinzip das, was erstmal das Smartphone commercial-mäßig verbreitet hat. Weil vorher waren sie eher sowas wie Windows Phones, so mit so einem Windows Mobile Betriebssystem drauf und mit einem Stift dazu. Genau, mit dem Knochen. Ey, das war so cool. Das war eher so ein PDA. Ja genau, aber es war sau cool. Hatte ich gehabt, vor allem ich hatte eins der ersten mit GPS und WLAN. Das muss man dazu sagen. Ja. Das GPS und WLAN ein in einem. Das heißt, fürs GPS monatliche Gebühren bezahlt. Quatsch. nur wenn du das A-GPS oder so ein Extended GPS haben wolltest, dann musstest du extra zahlen. Ein GPS für 15 Euro. Da warst du noch der King, wenn du Edge-Netz hattest, ja? Ja. Das habe ich mit dem noch überhaupt nicht benutzt, muss ich ehrlich sagen. Hier, wie viele haben sich jetzt noch nicht angepasst? Auch noch dieses Wireless Application Protokoll, was damals so das Internet fürs Handy war. Ja, grundsätzlich gab es ja damals nicht mal wirkliche gescheite bezahlbare Datentarife, das muss man auch noch dazu sagen. Das spricht, das war zwar vielleicht datentechnisch, aber noch nicht bezahlbar. Ich weiß noch damals mit dem Handy, ich kenne Leute, die, da gab es noch dieses, schön mit dem alten Handys, mit diesen zwei Farben, ne? Also nicht Farbendisplay, ja, sowas gab's. Und das war auch noch zu meiner Ausbildungszeit. Und da hat mein Chef, den sein Handy konnte Internet, aber war halt so, aber immer noch so monochromer Bildschirm. Und es ging einfach nur darum, eine Telefonnummer rauszukriegen. Der hatte, glaube ich, 2 Stunden gestanden mit seinem Handy, um eine Telefonnummer rauszukriegen.
Und zum Schluss hat er eine Rechnung von knapp an die 100 Euro gehabt. Also, da hätte er auch die Auskunft anrufen können. Also ich glaube, wenn ich mit diesem Datentarif heute mit dem iPhone unterwegs wäre, ich glaube, ich wäre pleite ohne Ende. Hier, Digga, stell dich mal hinter die Bar, dass du noch dein Accolade bekommst. Alter, ich bin tot. Was? Ich auch. Was? Wo seid ihr denn? Ich bin gerade explodiert. Explodiert? Du bist nicht im Aber Raum. Ich kann ja Paradoxon berichtiger und so, ne? Ist ja ist eine tolle Sache, wenn man Delta-Rekrut ist. Was kannst du? Paradoxe? Paradoxon berichtiger. Okay, kann ich nicht. Habe ich aber auch. Hier, Zuran, hast du dich an die Bar gestellt? Ich stehe an der Bar. Tut sich aber hinter nichts. Die Bar. Bin hinter der Bar. Und warum ruckelt das Spiel bei 60 Frames? Ich verstehe es nicht. Weil es bei 30 Frames flüssiger läuft. Was ruckelt denn bei euch? Es ruckelt nicht. Ja, aber ich merke, dass es nicht flüssig ist oder ist das leichtes Rubberbanding oder was ist denn das? Hast du nebenbei noch Streaming oder sonst was laufen? Nö. Machen wir mal ein bisschen weiter. Die Breitbandtechnologie im Internet und Computer sind auch selbstverständlicher geworden. Das war auch so die Zeit. Satoyo sagt übrigens, Staffel 7 Voyager war 16:9, meint er. Das würde sich mit meinem Empfinden decken. Siebte Voyager müsste ich nochmal nachgucken. Also es kann gut sein, dass sie ab irgendeiner Staffel umgestiegen sind. Weil ich bin auch der Meinung, dass ich das 16:9 gesehen hätte. Weil die Voyager selber wurde ja, glaube ich, Anfang war es noch ein Modell und die wurde irgendwann auch digitalisiert. Ja, CGI, das war die Genau, und Staffel. Ich kann gut vorstellen, dass die auch irgendwann auf 16:9 oder so umgestiegen sind. Müsste ich halt nochmal nachgucken. Ich habe die DVDs ja alle hier. Was? Du weißt das nicht? Ich glaube, die sind Ende der 90er umgestiegen, weil ich kann mich auch daran erinnern, dass die normalen Deep Space Nine DVDs, gerade die letzten Staffeln, die sind nicht gestreckt. Das ist ganz normal, aber die ersten haben wirklich noch diese schwarzen Ränder. Genau. Was muss ich jetzt hier machen? Der kann ich irgendwie mitnehmen? Nö, guck doch mal auf die Map, wir müssen weitergehen. Turbolift. Ja. Gibt's hier eigentlich einen Delta-Dienst? Geschrieben wird hier. Onkel Don, du hast recht, den letzten, denn ich habe letztens DS9 Voyager geschaut, diese waren 4:3. Dafür 7 Voyager war glaube ich 16:9. Die WAP-Funktion habe ich bei meinem neuen Handys immer als erstes ausgeschalten. Gibt's die Funktion heute überhaupt noch? Nein. Dachte die gibt's nicht mehr. Oh, heute haben wir halt UMTS. Ja gut, aber heutzutage hat glaube ich auch jeder einen Flatrate oder irgendwas Vernünftiges, dass man nicht gleich arm wird, wenn es ausprobieren mal angeht. Ja, ja. Naja. Ja, heutzutage sind Datenflats eigentlich selbstverständlich. Das ist ja eigentlich allgemein so. Bei meinem ersten Handy war es noch so, da hat man immer jedes Mal Schock bekommen, wenn man mal versehentlich auf diesen Internet-Button gedrückt hat und man panisch hatte, 10 Sekunden, wieder 50 Euro weg sind. Das war schon 50 Euro. Raus da, dieses Handy. Aber ihr passt denn zu den 2000ern nicht auf Flatrates? Ist das nicht auch so eine Zeit gewesen? Ziemlich überall Flatrates rausgekommen, so Flatrate-Puff und so Zeug? Flatrate-Puff? Ja. Gab's doch. Ja, das weiß ich nicht. Ich rede natürlich von Handy. Also warst du doch auf der Mutti. Erst kam mir die Telefon-Flatrate im Facebook. Genau. Internet-Flatrate ist dann relativ schnell nachgezogen und dann kamen die ganzen Handy-Tarife. Es war ja auch der Zeitraum, wo E-Plus dann die Marke Base gegründet hatte und alles Mögliche. Wo ich übrigens bis heute zufriedener Kunde bin. Echt? Schleichwerbung. Ja. Ich nicht. Nein, das ist Product Placement, Anno. Ich habe jetzt gerade meine nächsten 6 Handy-Rechnungen erlassen bekommen, weißt du? Ja, dann wäre ich auch zufrieden mit denen. Ja. So geht das, Mann. Geht das auch bei anderen Artikeln? Ja, bei der Mutti zum Beispiel. Ich finde ja die aktuelle 1&1-Werbung so geil, wie die voll auf Telekom prallen, ne? Mit diesem Award, wo dann hier, so, ne, mit dem besten Netz und der Telekom, Heini setzt schon die Mütze auf und 1&1 und aber dass der Telekom noch nichts gesagt hat, weil das ist ja voll gegen die. Ja, also das wurde ein bisschen gelockert, also vergleichende Werbung ist zwar direkt nicht gestattet, aber solche Sachen, also wenn du nicht sagst, wir sind besser als ihr, solche Sachen, das nicht. Also wenn die anderen schlecht gemacht werden, aber sowas ist wohl mittlerweile erlaubt. Hm. Wo Suran gerade 1&1 erwähnt, war das nicht auch so 2009 rum, wo Marcel Davis das erste Mal seine Fratze ins Fernsehen gehalten hat? Marcel, ja. Oh, gute Frage. Der tut ja alles. Der Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. So, ich bin diesmal 47 angepasst. Ja, das wird ja aber irgendjemand ist es trotzdem noch nicht, oder? Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Ich weiß nicht, Esram? Oder James?
Ja, nee, ich doch nicht. Ich vergesse das nie. Doch nicht. Na, du doch nicht. Ist doch egal, wir haben es für eine aufgerockte Bude hier. Eben, so easy. Echt, ey. Gibt's halt mehr XP für euch. Nein, also. Wir sind Let's Player, wir schaffen das. Und, also echt, ey. Ganz ehrlich, das Schiff hier ist so imbar. Ja, spielt ihr auch auf Gronk-Niveau, ja? Ja, total. Natürlich. Das ist der Gronk-Skill. Let's Player, okay. Der Gronk-Style. Hoppa. Oh, habe ich die jetzt gerade schön in den Explosionen festgehalten? Sagt mal ja. Super, ja. Ich bin mitten in die Explosion reinschild. Aber ist jetzt, ey, guck mal, der Suran hat immer gute Überleitungen. 2009 fing das auch so langsam an mit Let's Plays bei YouTube. Wir werden auch bei uns gerade geschrieben, mal kurz OT, warum sammelt ihr nicht Anomalien ein? Fürs weil Team. Wir. Alter, weil wir nicht Anno heißen. Nee, ich suche schon gar nicht mehr, weil ich höre eigentlich nur noch so im Hintergrund im Ohr fürs Team, weiß schon, okay, dann yep. Ist schon wieder eingesammelt. Wobei, ich muss sagen, die anderen hier waren auch nicht schlecht hier, Anno und Co. Und ich habe nicht alle mitgebracht. Bin ich jetzt gerade so überfordert mit Kämpfen, mit Reden, mit gut aussehen, dass ich, Du, mit gut aussehen wirst du dich nicht so leicht überfordern, das ist nichts. Man sieht mich, die Leute können bestätigen, dass ich gut aussehe. Halte ich für Gerücht. Die haben Geschmack, deswegen gucken wir mal Spiel. Ja. Schieß lieber mal aufs Schiff. Aber war das echt so 2000er mit Let's Plays, aber dann späte 2000er, ne? 2009 rum. Ja, man, das an. Ist auch schockierend, ich hab das auch erst gesehen, YouTube ist, glaube ich, noch nicht mal 10 Jahre alt, oder? Doch, ja. Doch, YouTube ist dieses oder Jahr 10 Jahre alt geworden. Irgendwie so, ich habe auch gedacht, das kenne ich seit mindestens 20 Jahren oder so, aber nö, es sind noch mal 10 Jahre. Man soll vielleicht auch dazu sagen, Let's Plays haben nicht mit Gronk angefangen. Im Endeffekt Nein. Hat der Gronk sich die Idee auf den Amiland geholt, das gab's da schon. Mhm. Und es gab vielleicht bestimmt da auch schon andere Let's Player in Deutschland, die nur keiner kannte. Also Alligator 1024 zum Beispiel war einer der ersten. Schleichwerbung, die wollen wir nicht gucken, wir gucken nur Soran oder Dribble LP und Don. Ja. Alligator 1024 gibt's auch nicht mehr. Ja. Wobei da ist, jetzt Alblali und ist total kommerziell geworden. Und ich sag mal so, Gronk hat natürlich voll das Glück gehabt, das richtige Spiel zur richtigen Zeit zu spielen. Ja. Das musst du ihm einfach lassen. Das ist eigentlich. Er sagt ja auch selber, er hat einfach ein scheiße Glück gehabt. Yep. Ja, das ist wirklich so. Aber das es gehört halt trotzdem auch was dazu, das da am Ende zu halten, weil genauso schnell könnte es weg sein. Alle, die bei mir gerade zugeschaut haben, die Explosion, die ihr gerade gesehen habt, das war ein Rolo-Effekt. Ja. Ja, darum steht bei dir bewusstlos. Ja, er schläft. Sag mal. Auf seinem explodierten Schiff. Ich bin müde, will schlafen. Wieso geht ihr eigentlich die ganze Zeit kaputt? Sag mal. Echt, ey. Aber wenn ich so ein riesiges. Ist mir noch nicht einmal passiert. Ich glaube, mein Schiff ist einfach zu klein. Die sehen mich gar nicht. Der Anno, der hat halt einfach. Übrigens, ich. Wer ist Naschwitter hochgegangen? Bin ich. Waren zwei Torpedos. Oh, Mann. Wenn's so ist, dann muss ich. Was? Rummelkammer Fred, wenn's so ist, dann muss ich jetzt gehen und zu Anno umschalten. What? What? Forget it. Du müsstest bei uns beiden, also bei beiden anschauen. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Mal gucken. Vielleicht eventuell. Unser Chat ist schaut's aber mir von 8 auf 0 in einer Sekunde so. Ja. Unser Chat ist leider tot. Blendet einfach mein ein, das geht schon. Dam. Steht ein Sonnen auf dem Flur. Im Grunde findet ja eure Show statt, nur auf einem anderen Kanal. Ja. Ne? Ja, aber leider beim falschen Streaming-Anbieter, das ist das Problem. apropos, darf ich mal kurz ein Thema wechseln? Nein. Okay. Einmal hört er auf uns. Ich bin der Liebe, ich sag ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber... Der Anno ist immer der Allglatte hier. Es wird ja gerade spekuliert, dass die YouTube-Gaming-Channels, also das Streaming-Teil, dann auch jetzt demnächst irgendwann so offiziell wird. Weil es ist, glaube ich, jetzt genau ein Jahr her, seitdem die übernommen haben. Wie ist es gleich? Was hat YouTube doch mal genau übernommen? Die haben einen Streaming-Anbieter übernommen. Ja, ich weiß aber nicht mehr, welchen das war. Wo ist unser wandelndes Lexikon? Ja. Also ich weiß, Amazon hat Twitch übernommen. Ja, das meine ich doch. Es gab vorher, hat YouTube auch irgendwas übernommen. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. YouTube genau, so wollte auch Twitch übernehmen. Wollte, hat es aber nicht bekommen und die haben jemand anders übernommen. Und es gibt also, ja die gaming.youtube.com oder so ähnlich die Seite, da steht es ja drauf, be prepared und ich glaube gestern oder vorgestern oder so, haben die so ein lustiges schlagendes Herz drauf gepackt. Also so ein... Es lebt noch. Ja, du musst eigentlich nur mal in dein YouTube-Dashboard gucken, die Funktion ist schon da. Ja, eben, aber wann wird es denn endlich freigeschalten?
Das ist die Frage. Sobald unser Stream rum ist. Echt? Funktionieren müsste es eigentlich schon. Ja, ja, funktionieren müsste es schon. Echt? Ja. Ja gut, ich habe Manuel ja vorgeschlagen, dass wir auch mal einen Stream bei YouTube machen. Aber das ist ja noch die alte YouTube-Funktion, die wir da kannten. Ja, das Hangover meinst du? Ja, genau. Ja, da ist jetzt aber auch Livestream richtig. Ja, ja, das ist jetzt richtiger Livestream. Kannst du genauso, ist das schon? Ja, ja, der gibt dir genau die gleichen Daten wie Twitch und Hitbox raus, sodass du OBS halt drauf einrichten kannst. Okay. Hm. Haben die Bandbreitenbeschränkungen? Denke nicht, das ist YouTube. Aber im Endeffekt kann man so sehen, auch wenn es noch ziemlich in den Anfangsschuhen war, war ja die Ende der 2000er ja wirklich so dieser Wandel von Menschenverdümmungs-TV auf dem Fernsehen hin zu Video on Demand und YouTube und Co. Also die Leute, dieser Wandel, das merkt ja auch die ganzen Fernsehleute mittlerweile, dieser Wandel, dass die Leute selbst entscheiden wollen, wann sie was gucken. Vor allem auch, was sie gucken und sich nicht mehr das vorservieren lassen, was ist immer genau die große Medienlandschaft in vorspielt, ne? Ja, ja. Ja. Was habe ich jetzt alles für Eigenschaften? Sind das hier eine ablative Panzerung oder sowas? Oder Schachbrett? Komm, sag ich, der Chat bei uns ist tot, schreibt Toni, ich lebe noch. Und Knieblund hat geschrieben, seit einer Woche oder so kann man auf YouTube Livestreams machen. Naja, das ist ungefähr eine Woche, ja. Was ist das für ein Rummelkammerfried, finde das Format auch cool. Let's Play gucken mit blöd intellektuellem Gequatsche. Na, herzlichen Dank. Dafür habt ihr ja uns, damit wir das Niveau heben bei BMX. Und heute das Ding für sie wieder ihr Niveau. Ernsthaft rüberbringen auf diese Art. So, kommen wir eigentlich mal hier aus dem Wurmloch raus. Ja, du musst auf die Rapier warten. Achso, auf das ist jedes Mal das gleiche. Liegt im Licht und so. Hat dir eigentlich jemand mitgenommen? In das Licht. Die Licht am Ende des Tunnels. Die Licht. Ich sehe vor allen Dingen ganz viele komische Pixel am Ende des Tunnels. Wo ist denn die? Ja, hat ja wahrscheinlich keiner mitgenommen, wa? Ach, da hinten fliegt sie doch, die Rapier. Ja. Ah, put. Okay, ich schalte mal meinen Antrieb aus, ich muss Sprit sparen. So, was haben wir denn noch, 2000er? Ja, warte, ich schaue sehr gerne für dich nach. 2000. Du denkst mal eben nach, ne? 2002 habe ich mein Abi gemacht. Oh, ja, UMTS-Standard, die großen Auktionen, wo die Frequenzen versteigert wurden. Genau. Ja, das war ja noch ein Hype damals. Ja, ja. 3G. 3G kam. Ein Hype, der in die Hose ging. Ja gut, gehen wir mal in 10 Jahre, da wird das heutige LTE auch veraltet sein. Ja, LTE wird's bleiben, aber dann wird's halt schneller sein. Ne? Ja, ja, dann wird's, gibt's dann... Hauptsache, das gibt's mal überall. Subraum gibt's dann. Da wird's wahrscheinlich dann irgendwie so Richtung 5G oder so gehen. Und wir hatten es schon mal angesprochen, irgendwie DVD-Player und Recorder lösen so ein bisschen auch das VHS-Format ab. Den ist gut. Ich so glaub, ein das bisschen. Das war noch schon Mitte der 2000er tot. Das waren noch gute Zeiten, oder? So. Ja, Videorekorder. Zurückspulen. Ja. Oh. Mein Vater war gefrustet, weil ich die Dinger nicht zurückgespult habe. Du hast das wieder nicht zurückgespult. Ich wollte den Film gucken. Jetzt musst du den wieder zurückspulen. Ja, darf ich nochmal ganz kurz zwischen reinwerfen? Nein. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schon wieder. Ja, tschüss.